viel Glück. Yes, thank you. Luke, viel Glück. Schaffen wir doch. Wir schaffen das, ne? Ja, wir schaffen das. Egal wie lange wir brauchen, Hauptsache nicht 30 Minuten. Also, ihr seid bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig, los. Der Start ist schon mal sehr gut. Oh, pass auf deinen Kopf auf, Dirk. Ja, ja. Ich muss das auch. Oh, die erste Station war eine super tolle Sache. Nicht. Jetzt musst du wieder das Tempo ein bisschen steigern, wie gerade vorhin. Ja? Man musste ganz doll aufpassen, dass einem nicht auf einmal schwindelig wurde, weil du ja dauernd hoch und runter gegangen bist. Manni, alles gut? Der Kreislauf fliegt weg. Mach langsam. Ich habe eh ein bisschen Kreislauf immer mit diesem Auf und Abs. Und dann habe ich wahrscheinlich zu schnell wieder angefangen. Ich glaube, dass dein Blutdruck da nicht mitkommt. Mach einfach langsamer, okay? Nach dem vierten, fünften Mal war das einfach nur noch übel. Erschreckend, dass es doch so anstrengend war. Das hätte ich nicht gedacht. Die Andrea hatte schon zu kämpfen, vor allem beim Abwickeln des Seils. Weil dieses drunter, drüber ist anstrengend. Da macht man sehr viele Kniebeugen. Aha. Andrea, komm weiter. Ja, ja. Super, Manni. Komm, du hast es gleich. Nicht mehr viel. Der Luke hat dann auch noch beruhigend auf mich eingewirkt, hat dann gesagt, so, mach ein bisschen ruhiger, langsamer. Und dann habe ich auch einen Rhythmus dann gefunden und dann ging es dann. Genau. Dirk, wohin des Wegs? Everybody. Ich bin einfach mal losgekrabbelt, weil ich gedacht habe, es dauert noch. Warte, falsche Richtung. Ach, links. Oh Gott. Das andere links. Das ist rechts. Nein, das ist nicht rechts. Er dachte, er würde gerade auskrabbeln auf das Labyrinth zu. Er ist aber schräg rüber zu mir gekrabbelt. Und dann musste ich ihn erstmal wieder sozusagen wieder zurück nach Hause bringen, auf seine Seite rüber. Oh, das hat mich genervt. Links, dreh dich um. Weiter, stopp. Gerade in Stresssituationen wie bei einer Challenge kommen natürlich Konflikte eher zum Tragen wie im normalen Tagesablauf. Hier bin ich. Ja, hier ist links. Start doch gerade. Weiter, schneller, schneller. Wir haben überhaupt keine Kommunikation. Null, Zero. Immer noch weiter. Links. Links. Weiter. Okay, ist das das Witzigste, was du jemals gesehen hast bei Biggest Loser? Links. Das ist das Lustigste, was es jemals gab. Genau, da. Man ist blind, fällt dann erstmal so unbewusst hin. Und ich muss selber dann über mich lachen. Rechts. Luke konnte dann wirklich vorangehen, mich mal führen. Für mich auch eine ganz neue Erfahrung gewesen. Und ich finde, er hat es super gemacht. Hast du es? Nein, noch lange nicht. Andrea, so ein bisschen Multitasking wäre jetzt gut, oder? Wenn der Jan da so rumsteht. Dreh dich nach rechts. Da sind die Heuballen. Jetzt rechts. Ich habe dann nach einer kurzen Zeit auch gemerkt, dass sie noch bei Station 1 war und sie musste sich halt langsam vorarbeiten. Und dann geradeaus, dann kommt die Wippe. Der ist einfach nach vorne marschiert und hat ja den Parcours eigentlich alleine gemacht. Mit viel Tasten, Fühlen, Riechen, Stolpern, aber wunderbar. Ganz kleine Schritte, bisschen nach rechts. Spürst du? Ja. Pass aber auf. Pass auf, wenn du so gehst, pass auf. Warte, ich muss erst mal. Du musst ein bisschen deinen Fuß weiter, weiter nach vorne ein bisschen. Pass auf, jetzt bist du in der Mitte, jetzt gibt es. Genau, genau, ganz langsam. Weiter nach vorne ein bisschen. Ja, das war auf jeden Fall ein ungewohntes Gefühl für mich, mit den Ansagen machen. Jetzt kommt dann der nächste Abkampf, jetzt. Perfekt. Aber hat auch mal Spaß gemacht. Dirk, du machst es richtig gut. Also natürlich auch situativ gesehen, ne? Da kommt jetzt der Balken, jetzt müssen wir buddeln. Mach, wenn ich da bin. Ja, nein, ich sag dir schon Bescheid.
Ich hoffe jetzt, zum Glück gibt es deinem Vater keinen Tipps, wie er den Bombe entschärfen muss oder so. Blauer Draht, grün, nein, rot. Ui, weg ist er. Schön, Lukas. Ja, ich hole dir jetzt gerade verdammt viel Zeit auf. Sehr gut, wunderbar. Alter, guck mal hier. Ja, das ist der Erste, der so schlau war der erste, der schlau und ist, ne? auf dem Rücken durch ist. Da passe ich ja. Da trotzdem noch nicht durch. Da muss ich irgendwo der Balken sein. Dauert noch. Ja, ich bin direkt bei dem Schläger rausgekommen. Und dann dachte ich, na, nimmst du ihn schon mal in die Hand und guckst mal. Da komme ich noch nie so runter durch. Ja. Also Dirk, du bist auch erst fertig, wenn die Wobgift fertig ist. Mir ist doch scheißegal. Ich komme hier doch nie drunter durch. Los, Buddel! Du musst buddeln, 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 buddeln! Bin dabei! Sehr gut, Dirk! Jawohl! Gib Gas jetzt! Halt dich, den Piss! Weiter buddeln, du kannst den Arsch hochdrücken und den Sack wegschieben. Ich häng mit den Titten fest! Dann kannst du den Sack nicht hochschieben. Scheiße, ich komme aber auch nicht wieder zurück! Man steckt da in diesem doofen Loch fest und trampelt mit den Beinen wie so ein Kamel und versucht, unter diesen Beinen wieder wegzukommen. Nebenan schnattert so eine Ente laut herum. Ja, das hört sich fast an, als wenn du durch wärst. Und bist jetzt fertig. Mach doch mal weiter jetzt. Nee, toll. Machst du super. Es wäre wohl am besten gewesen, hätte er einfach nichts gesagt. Ja, genau. Ja, also, super, Wopke. So, jetzt sagen wir, wo ich hin muss. Ich bin noch nicht draußen. Ach, immer noch nicht. Das war Lust. Super lustig. Haha. Super gut, Manni. Komm, zieh durch. Ich habe leider gedacht, ich wäre ein besserer Maulwurf. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, da ein Loch zu buddeln. Graben, Junge, graben! Jans Sportlichkeit hat einen großen Sprung gemacht. Und er kommt auch ein bisschen mehr aus sich raus. Komm! Ja! Super, Manni! Halt dich ab! Stark! Synchron, super. Andrea, du bist auch durch. Komm, Andrea, raus mit dir, komm. Nach vorne. Ich saß nach vorne, nicht nach links. Ja, wo ist vorne? Da. Ja, weiter. Links, links, links. 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 Stopp. Ja. Ich würde sagen, das war sehr einzigartig. Okay. Mega weg. Ich hatte danach einfach nur schlechte Laune und ich hatte auch keinen Bock, dass jetzt Papa kommt und sagt, oh, ist doch nicht so schlimm. Ja, für mich war es aber trotzdem schlimm und es hat mich genervt und ja, fertig, aus. Geh weg, lass mich in Ruhe. Probier mal in die Luft so zu schlagen. Ja, du hast sie fast. Geh noch ein bisschen, einen Schritt nach vorne. Ja, ja, ja. Stark. Ja, ist auch super. Ja. Schlag mal oben, nach ganz oben. Ja, super! Jan, das war eine sensationelle Solo-Nummer. Dass er das so geil macht, also da war ich echt auch sehr stolz, muss ich sagen. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Team Orange ist bekannt für sportlichen Ehrgeiz. Aber wie steht es um die Kommunikation? Die machen das gut, ja. Die hatten mega Tempo drauf, ne? So schnell wie die unterwegs sind, auch vom Gewicht her, sind die mit die größten Konkurrenten jetzt gerade. Und natürlich möchte ich gerne den Bonus haben, aber ich glaube, der ist schon so gut wie weg. Sehr gut, du bist super, durch. Shalik. Shalik, du musst hingehen und dir helfen. Ja. Hab ich's. Ja, jetzt hast du. Jetzt rüber. Komm. Schaff's. Jetzt runter. Jetzt kannst du dich vom Gurt lösen. Ich bin es nicht gewohnt, meine Mama irgendwie so anzuschreien. So. Weiter nach links. Rechts. Ja, genau, weiter. Weiter. Der Shalik, der lenkt seine Mama auch ganz gut, möchte ich sagen. Also die haben sich da ganz gut aufeinander eingegroovt. Weiter. Nein, stopp, zurück. Nach links. Genau. Mittlerweile habe ich es schon langsam gelernt, sie ein bisschen zu pushen.
Gut, beide, gut, komm. Jetzt links, ein bisschen Gas geben, es klappt schon. Komm, jetzt kommt diese Riesenstufe da. Sind die dran? Ja, hoch. Weiter, weiter. Jetzt kannst du runter. Jetzt lauf schneller. Come on. Jetzt runter, runter auf den Boden. Jetzt musst du runter. Wo ist der Balge? Vor dir. Grab, Shelly, grab, komm. Die Kommunikation funktioniert bisher. Doch Shalik und Andy erwartet eine letzte Hürde, die sie die Challenge kosten könnte. Move, 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 komm! Schön. Da hast du aber durchgequetscht jetzt, mein lieber Mann, ey. Na? Mama, komm. Bist du schon durch? Ja, jetzt zu mal dein Körper gerade versucht, dich durchzudrücken. Du weißt ja Platz nicht. Ja. Drück dich nach vorne. Genau. Jetzt krieg ich. Der Gedanke, dass ich da durch muss mit meinem Kopf, das hat mich hier um den Verstand gebracht. Ich hab gedacht, mein Herz macht einen Puff und platzt auf. Krieg durch. Ich hab Platzangst. Als meine Mama in der Challenge Panik bekommen hat, habe ich mich halt hilflos gefühlt, weil ich durfte sie ja nicht berühren, sonst hätte ich sie rausgezogen. Ich bleib stecken. Andi, du warst schon fast durch im Köpfchen, ne? Ich weiß. Ich hab Blattdrängst dran. Ich kann das nicht. Nicht aufgeben. Du, 500 Gramm. 500 Gramm ist viel. Mach das nicht. Du kannst es packen. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte zu meiner Mama. Und mein Herz hat gerast. Ich wollte einfach sitzen bleiben und das beenden. Komm, das schaffst du. Aber warum habt ihr dann getauscht? Ich glaube, es wäre andersrum besser gelaufen. Ja. Guck mal, die hat total Angst. Die hat nicht tauschen dürfen. Wenn man so eine Angst hat und sich da so in dem Moment drin ist, dann ist es schon echt schwierig, dort auch wieder rauszukommen. Ja, weiter, komm. Drück deine Beine gegen den Stand und komm, hoch, komm. Go, 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 go! Ja, 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 ich habe noch nie in meinem Leben so schnell mich mit den Füßen fortbewegt wie da, um nur da rauszukommen. Ja, komm, zu mir, zu mir, zu mir. Das ist ein Stock. Jetzt geh nach links, dein links. Jetzt über dir müsst ihr sein. Schlag drauf. Höher, 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 höher. Wenn du mit dem Kopf nach oben gehst. Super, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Gut gemeistert. Ich habe für mich mitgenommen, dass es okay ist, die Kontrolle abzugeben an andere Menschen und vor allem an meine Kinder. Du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Es war schön für mich, dass sie mir die Aufgabe gibt, dass ich ihr Wegführer bin. Und es hat mich schon glücklich gemacht. Das war eine Spitzen-Challenge. Jeder von euch hat gekämpft, keiner hat aufgegeben und die Zeit von 30 Minuten hat auch kein Team überschritten. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass keiner die Strafpunkte bekommen hat. Das war Erleichterung pur. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der euch interessiert. Welches Couple hat gewonnen? Wisst ihr was? Ich finde das viel schöner, wenn der Trainer noch ein bisschen leidet und das nicht erfährt. Deswegen verrate ich das erst auf der Waage. Oh. Oh. Gott. Ja, echt jetzt. Wow. Was? Nein. Nicht im Ernst jetzt. Oh nein. Jetzt verrate ich noch was anderes. Und zwar können jetzt die Eltern ins Camp fahren, während die Jugendlichen bei mir bleiben. Und wir machen uns jetzt noch einen richtig schönen Strandausflug mit Strandbuggies. Oh. Ja. Und fahren hier die Gegend unsicher. Ja. Geil. Geil. Die Überraschung von Chrissy ist mega. Ich glaube, wir Kinder freuen uns alle. Vor allem auch Zeit ohne die Eltern. Ich finde es super, dass die Kids das kriegen. Das haben die sich redlich verdient.